Ich bin Lieutenant Hayes von der Armee der Republik Neukalifornien, 5. Bataillon, 1. Kompanie. Wie kann ich Ihnen helfen? Naja, ich habe ihn nicht nach seiner Lebensgeschichte gefragt. Was tun Sie denn hier draußen? Wir wurden hierher geschickt, um den Strom von Gefangenen aus der Justizvollzugsanstalt einzudämmen. Wie Ihnen wahrscheinlich schon aufgefallen ist, machen wir das nicht so gut, wie wir sollten. Wo liegt das Problem bei Ihrer Mission? Die Mission ist kein Problem. Das Problem sind die Vorräte. Die Gefangenen sind besser bewaffnet und organisiert als in unseren Informationen beschrieben. Ich versuche an Verstärkung zu kommen. Vielleicht an ein paar durchschlagskräftige Schusswaffen, aber das läuft alles zu langsam. Erzählen Sie mir von der Justizvollzugsanstalt. Die meisten Leute nennen das Ding einfach JVA, kurz für Justizvollzugsanstalt. Vor einer Weile gab es einen Aufstand, bei dem die Gefangenen die Wärter töteten, die nicht fliehen konnten. Seitdem tyrannisieren sie die Gegend. Haben Sie Informationen über die Sträflinge? Nicht viel. Sie nennen sich die Pulverbande. Hauptsächlich, weil sie den Sprengstoff, der zum Sprengen der Felsen vorgesehen war, als Waffe verwenden. Sie haben sich schneller organisiert, als ich geglaubt hätte. Zumindest die meisten. Zum Glück scheint die kleine Gruppe in der Stadt sich vom großen Teil getrennt zu haben, sodass sie nicht mit Unterstützung rechnen können. Ich habe noch ein paar andere Fragen. Ich habe gerade etwas Zeit. Also, fragen Sie ruhig. Vielen Dank. Prim braucht dringend wieder Gesetz und Ordnung. Wir wissen, dass Prim strategisch wertvoll ist und wir wissen, was die Stadt braucht. Aber wir können uns kaum gegen die Pulverbande behaupten. Wir haben weder die Bewaffnung noch das Personal, um unsere Mission zu erfüllen, geschweige denn, um auch noch diese Stadt zu verteidigen. Was brauchen Sie, um den Schutz der Stadt zu übernehmen? Was wir vor allem brauchen, sind mehr Leute. Mit nur einem Trupp mehr könnten wir problemlos einen Sheriff einsetzen und trotzdem unser Hauptziel, die Interstate im Süden zu beschützen, erfüllen. Wenn Sie möchten, dass die RNK den Schutz von Prim übernimmt, sollten Sie uns hier oben zusätzliche Truppen beschaffen. Knight beim Mojave Outpost kann vielleicht helfen. Na schön, ich möchte mit Ihnen über Prims Zukunft sprechen. Haben Sie uns schon zusätzliche Unterstützung besorgt? Noch nicht. Ja, mit wem soll ich doch gleich wieder sprechen? Knight. Sie finden ihn beim Mojave Outpost. Okay. Sir? Mensch, werde ich hier mal mit Sir angesprochen? Okay. Ach du Heilige. Mojave Outpost. Outpost Baracke. Meine Güte, neutral. Dann haben wir noch die RNK Justizvollzugsanstalt. Und dann habe ich hier noch einen Punkt auf dem... Ach, das ist aber auch nicht das Hotel, das ist wahrscheinlich der Deputy. Ja gut, ich würde sagen, dann machen wir das mal. Also, ich hatte ja schon in der ersten Aufnahme darüber gesprochen, dass ich mich hier primär auf die Hauptmission konzentrieren werde, aber wir können natürlich ein paar Nebenmissionen machen, ohne Frage. Ich werde mir natürlich wieder sehr viel Zeit nehmen, weil ich immer so viel wie möglich vom Spiel zeigen werde. Oder zeigen will, eben. Ohne das Spiel auf 100% zu spielen. Wir müssen noch in diese Richtung hier, das war richtig. Jetzt bleibt nur die Frage. Ich glaube, wir müssen noch mal ein Stück zurückgehen. Und dann müssen wir also einen Trupp hier... Naja, herholen. Mit dem hier konnten wir nicht sprechen. Dann müssen wir ja anscheinend einfach diesen Weg hier nehmen. Wir sind soweit ausgerüstet und ich hoffe, wir schaffen den Weg. Naja, ich meine, das sollte noch machbar sein. Will ich schwer hoffen. Aber man weiß ja nie, welche Gefahren hier auf uns warten, nicht wahr? Na schön. Dann bewegen wir uns mal. Leider ohne Fahrzeug. Es wäre sehr praktisch, einen Highwayman zu haben. Wie in Fallout 2. Oh ja, da war ich sehr stolz drauf. Da konnte man sich ja einen Wagen besorgen. Also hier gibt es auch sehr viele Gräser und Pflanzen, die man mitnehmen kann, anscheinend. Oh. Abtrünniger Pulverbandit, die sind also Feinde, die mich anscheinend noch nicht gesehen haben. Aus welchem Grund auch immer. Okay.
Sie haben Karma dazu gewonnen. Und das war ein One-Shot. Seht euch das mal an. Wunderschön. Ist das nur einer? Hohoho. Mit einem Schuss. Schön. Da hatte ich aber definitiv Glück. Wenn ich die hier alle mit einem einzigen Schuss umlegen kann. Ich beschwere mich definitiv nicht. Station der Nevada Highway Patrol. Und Stufenaufstieg. Hoch. Wat. Ich werde angeschossen. Von wo? Mitglied der Schakale. Schakal Gangleader. Okay. Ja, sehr schön. Die hätten wir. Ja, ich muss mit meinem Leben aufpassen. Gut, ich schmeiß mal ein paar Stimpacks ein. Komm schon. Na, endlich. Gut, willkommen auf Stufe 3. Dietrich, wir haben wieder 13 Fertigkeitspunkte. Feilschen. Also ich nehme auf jeden Fall Wissenschaft, dass wir Terminals knacken können. Dann Schusswaffen und Dietrich. Okay. Mein Freund. 357er Magnum-Patrone. Cowboy-Repeater. Irgendwelche Früchte. Irgendwelche Drogen, die können wir mitnehmen. Natürlich nur aus wissenschaftlichen Gründen. 10mm Pistole, Elektroschrott. Psycho. Nehmen wir mal mit. Okay, ich würde mich gerne... Ja, fuck you. Ich würde mich gerne hier umsehen. Tür nach RNK Feldjäger. Okay, wir sehen uns einfach... Kann ich die... Jackal Gang Member. Die scheinen das Ganze hier in Beschlag genommen zu haben. Sehr schön. Zwei Schüsse. Das war ein Schuss. Ja, okay. Seht euch das mal an. Wunderschön. Granaten, ja, die können wir verkaufen. Eine Gabel, natürlich. Steinhartes Vollobst. Das kenne ich noch. Schmutziges Wasser können wir hier lassen. Granatengewehr nehme ich mal mit. Die Damen, Kronkorken, Eichhörnchen am Stiel. Ja, lohnt sich auch nicht wirklich. Die bringen kaum Trefferpunkte. Plus 1, 5 Sekunden. Oder 5 Sekunden lang plus 1. Keine Ahnung. Definitiv nicht wirklich sehr sinnvoll. Huch. Na toll. Das ist schon ein sehr gezielter Schuss. Auch wenn das etwas Munitionsverschwendung ist. Den Computer hier können wir leider nicht verwenden. Kaputtes Sofa. Schreibtisch. Aha. Also zu Munition sage ich definitiv nie nein. Also wir werden hier im Spiel, besonders im späteren Verlauf, noch sehr viel Munition brauchen. Ich wechsle mal auf eine andere Waffe. Ups. Oh, okay. Da habe ich gerade die Ansicht gewechselt. Wir nehmen mal... Och, die kann ich... Nee, die kann ich nicht kombinieren. Verwitterte 10mm. Die Machete können wir nehmen. Okay. Gut, Freunde. Sehr leicht verschlossen. Na. Ja. Okay. Hier herrscht aber schon eine Radioaktivität von 5. Hm. Da würde ich also nicht unbedingt trinken wollen. Eine weitere Tür. Ach du Heilige. Den hätten wir. Hydra. Das sieht gefährlich aus. Hoho, Munitionskiste. Zellentür.
Gut, Freunde, ich würde sagen, ihr tretet gleich eurem Schöpfer gegenüber. Dead Prospector. Also, es scheint ja schon mal keine schlechte Idee gewesen zu sein, dieses Gebäude hier zu investigieren. Patronen, Submaschinen, aufbereitetes Wasser können wir mitnehmen. Also hier steht ja TP, also Trefferpunkte, plus 2, 5 Sekunden. Ich weiß jetzt nicht genau, für was die 5 Sekunden stehen. Frische Birne. Na schön. Herz 6. Hülse. Kreuzschlüssel. Metallhelm. Na, obwohl, den können wir mitnehmen. Solange ich noch Platz habe. Veteranen-Outfit nehmen wir auch mit. Entschuldigt. Es sind noch Feinde in der Gegend anscheinend. Und hier gibt es auch noch Munition. Mitnehmen. Ah. Hier gibt es eine... Moment. Nachladebank. Und wir können hier sogar Munition herstellen. Nachladebank. Benötigte Fertigkeit. Reparieren. Da brauchen wir anscheinend 25. Und wir brauchen hier... Ups. Ich weiß nicht, warum er dieses Geräusch hier macht. Zumindest können wir uns hier unsere eigene Mission... Munition erstellen. Sehr interessant. Wo sind denn hier noch Gegner? Ich höre hier welche. Es hört sich wirklich ekelhaft an. Ich höre hier welche, aber ich sehe keine. Ach, da! Wow. Es ist schon barbarisch. Stimpak. Gegengift. Bittertrank. Okay, Trinkbrunnen. Ich schlafe mal. Darf ich? Ja. Denn dadurch können wir ja wieder Leben regenerieren. Und es gibt ja auch hier in New Vegas den Hardcore-Modus. Den konnte man ja in der ersten Folge auswählen. Wir spielen hier natürlich nur den normalen Modus, denn das hier ist ja ein Blind-Let's Play und Hardcore wäre mir dann doch ein Stück zu viel. Gut, dann machen wir einfach mal weiter. Und zwar waren wir auf dem Weg und ja, das Spiel ist gerade abgestürzt, hinterfragt es einfach nicht. Ah ja, Mojave Outpost Baracke. Das ist wirklich so ein komisches Deutsch-Englisch-Gemisch an Worten. Okay, dann ich sollte mal eine andere Waffe auswählen. Gegenstände. Also die 9mm Pistole hat mich bisher noch nicht enttäuscht, möchte ich sagen. Von dem her gehen wir einfach mal los. Ach du Heilige. Seht euch das mal an. Das scheint auch hier eine, ja, eine Wüste zu sein. Und das hier sieht auch... Ach ja, eine Riesenameise. Riesenarbeiterameise. Ja, die können wir mal anschießen. So. Ja. Okay. Kammerjäger. Eine Art von Erfolgen gibt es hier anscheinend auch. Okay. Ich bewege mich einfach weiter. Weltkarte. Ja. Was ist denn da oben? Zwei Statuen, die sich die Hand geben. Also aus der Entfernung sieht das so aus wie ein Cowboy und vielleicht ein Ureinwohner, die sich die Hand geben. Eventuell. Aus der Entfernung kann ich das noch nicht genau beurteilen. Okay. That. The center cannot hold. Ja. Bisher sehe ich noch sehr wenige Gegner hier. Das sieht wirklich interessant aus. Das würde ich mir gerne mal etwas aus der Nähe ansehen. Und diese ominöse Musik noch. Ich glaube, in Fallout 3 hatte ich die ja wirklich nur sehr dezent eingestellt im Hintergrund. Und jetzt hört man sie einfach deutlich besser. Okay. Wir müssen in... Ich bin verwirrt. Ja, etwa... Wir müssen in diese Richtung. Ja. Wir müssen sogar zu diesen beiden Statuen. Wir machen jetzt einfach mal diese Mission hier mit dem Sheriff. Das ist natürlich eine Nebenmission, die sich natürlich
zum einen noch bezahlt machen kann. Also das kann sich ja definitiv immer lohnen, Nebenmissionen zu machen. Und im späteren Verlauf des Spieles werde ich dann einfach eigenständig die Missionen aussortieren. Also interessante Nebenmissionen kann man definitiv immer machen. Aber ich will jetzt nicht gezwungenermaßen alle machen müssen. Ich glaube, meine Vermutung könnte richtig gewesen sein. Oder? Oder ist das ein Cowboy und ein... Ich kann es nicht sagen. Ich glaube eher, das ist eine Art Cowboy. Mojave Outpost Baracke. Ach, das ist bestimmt... Im Jahre 2271 trafen sich die Wüstenranger Nevadas und die Ranger der Republik Neukaliforniens an diesem Ort, um den Ranger-Vereinigungsvertrag zu unterzeichnen. Entsprechend dieses Vertrags stimmten die Wüstenranger zu, Teil der RNK zu werden, sofern die RNK im Gegenzug den Hoover-Staudamm New Vegas und das südliche Nevada vor der Legion schützen würde. Okay. Also hier sind zwei Ranger, die sich quasi die Hand geben. Okay. Wie gesagt, aus der Entfernung konnte man das schlecht beurteilen. Sieht schon sehr imposant aus, ohne Frage. Und hier sollten wir doch richtig sein. Guten Tag. Howdy. Ja, howdy. Kann ich hier mit jemandem sprechen? Howdy. Oh. Ein Brahmin, Mensch. Ein lebendes. Hallo. Brauchen Sie was? Kommt drauf an, haben Sie etwas? Klar, hier ist mein Sortiment. Klar, Mann. Ich habe den besten Stoff in der Stadt. Gut, Wodka natürlich. Ach so, ja, ich kann wieder Gegenstände verkaufen. Wie viel gibt er mir für... Moment mal, diese 20 RNK-Dollars sind 112 wert. Also, mir wird ja hier quasi immer ein gewisser Wert angezeigt hier unten. Und er will mir nur 8 dafür zahlen. Also entweder mir wird hier ein viel zu hoher Wert angezeigt oder der will mich übers Ohr hauen. Aber den hier kauft er mir für 40 ab. Aha. Wirklich verstehen muss man das wahrscheinlich nicht. Machete können wir behalten. Ach ja, den Hut haben wir auch noch. Ja, den Vault Overalls, die können wir behalten. Das Rifle hier können wir verkaufen. Trostlosigkeitsgift. Die hier... Ja, wir verkaufen die einfach mal. Granatengewehr. Super Stimpak. Die sind doch nicht 600 Kronkorken wert. Ein Super Stimpak kostet ein und... Also kann weit über 100 Kronkorken wert sein. Wieso ist ein normales Stimpak mehr wert als ein Super Stimpak? Wird mir hier eine 0 zu viel angezeigt? Hier oben, also hier, steht bei Stimpak, dass er mir quasi 40 dafür zahlt. Er zahlt mir 40 Deckel. Und hier unten beim Wert steht 750. Also... Ach, Moment mal. Die 81 hier steht für die Trefferpunkte, die geheilt werden. Ah ja. Aber... Also in Fallout 3 wurden hier mit ziemlicher Sicherheit einfach der Wert angezeigt. Ich meine, dafür zahlt er mir doch auch nur... Ja, einen Deckel. Okay, das hat mich gerade etwas verwirrt, verstehe. Also, ehrlich gesagt, nicht wirklich. Für die würde mir auch 600 Kronkorken zahlen. Ordentlich, Leute, 600. Granatengewehr, ja, können wir behalten. Also, die 40 hier scheint in dem Fall für die Trefferpunkte zu stehen. Warte, wenn ich ihm eins anbiete. Nee, er zahlt mir auch 40. Ist das dann Zufall? Das ist total verwirrend. Also wirklich. Gut, wir haben noch Hydra. Körperteil wiederherstellen.
Das klingt auch interessant. Haarklammern behalten wir natürlich. Heilpulver. Bringt ehrlich gesagt nicht wirklich viel. Frische Birne. Fernglas behalten wir. Dynamit. Da kann ich ja mal ein paar Stück verkaufen. Wer weiß, ob wir die nochmal brauchen werden. Die Vertreterwoche behalten wir. Cowboy Repeater. Bittertrank, Arzttasche und so weiter. Aber diese RNK-Dollar, die scheinen ja wesentlich mehr wert zu sein, als er mir dafür anbieten will. Gut, wir gehen erstmal. Gut. Okay. Kann ich hier mit dem Verantwortlichen sprechen? Als ich diesen Auftrag erhielt, stellte ich mir mehr Zocken vor. Ja. Also Zocken im Sinne von Kartenspielen und Casino. Ja. Hallo. Wunderbare Dialoge. Ich freue mich. Hallo, der Herr. Haben Sie sich verlaufen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich sehe mich hier nur um. Ich bin neu im Ort. Okay. Also wir sind hier anscheinend an der richtigen Örtlichkeit. Ja, die Sachen hier müssen wir nicht unbedingt mitnehmen. Ich glaube, hier sind wir richtig. Okay. Trooper, Trooper, Trooper. Kampflos geben wir nicht auf. Lacey. Na, hallöchen. Ein neues Gesicht im Außenposten. Ja. Kommen wohl aus dem Norden. Also, was soll es sein? Gibt es hier in der Gegend Arbeit? Ich mag die Country-Musik im Hintergrund. Gibt es was, das Sie mir über den Outpost erzählen können? Nicht allzu viel. Viele Karawanen, die nirgendwo hin können. Auch viele Soldaten, die nirgendwo hin können. Viele Prospektoren hier und da, aber die machen auch nicht mehr als nur für schlechte Luft sorgen. Alle hängen hier fest. Sollte ja eigentlich gut fürs Geschäft sein. Aber die Händler sind knapp bei Kasse. Sogar die größeren Karawanen. Ich verstehe. Ich wollte die Zeit mit einem kleinen Spielchen verbringen. Was? Karawane? In Ordnung, ich spiele eine Runde. Ist ja nicht so, dass die Kunden schon Schlange stehen. Es brauchen mindestens 30 Karten. Ach, deswegen können wir auch die Karten einsammeln, ich verstehe. Wieder da? Typisch. Was soll es diesmal sein? Ja, noch eine Runde. Das wird wohl nichts. Gibt es hier in der Gegend Arbeit? Mhm. Was haben Sie zu verkaufen? Wir fragen erstmal nach Arbeit. Arbeit? Hier? Sprechen Sie mal mit Jackson im Hauptgebäude oder Ghost auf dem Dach. Aber Obacht. Sie ist ein ganz schönes Miststück. Verraten Sie ihr aber nicht, dass ich das gesagt habe. Sonst fange ich mir nachts auf dem Weg zum Klo eine Kugel ein. Ich verstehe. Was haben Sie zu verkaufen? Schauen Sie sich um. Okay. Die haben einiges zu verkaufen. Karo 2. Karo 8. Mhm. Okay. Was bietet sie mir denn an? Wenn wir jetzt zum Beispiel mal sehen. Okay, 601. Die. Genau die hier. Also die geben mir nicht wirklich viel für diese RNK-Dollar. Anscheinend. Arzttasche. Aufbereitetes Wasser, naja. Na gut. Wir haben hier zumindest Händler. Gut, bis dann. Mhm. Auf Wiedersehen. Women of the NCR, every one of you who serves is a glab across Caesar's face. Tennis hide, ladies. Mhm. NCR Trooper, you bring democracy to this land. Guten okay. Abend. Mhm. Ich weiß nicht, ob Sie wirklich hier sein sollten. Was soll das heißen? Man weiß es nicht. Howdy! Ja, howdy. Als ich diesen Auftrag erhielt, stellte ich mir mehr Zocken vor. Ja, das habe ich schon einmal gehört. People of New Vegas. Ach, hier ein Ranger. Das hier ist auch die gleiche Rüstung, die wir unter anderem auf dem Cover des Spiels sehen. Beziehungsweise auch auf den Thumbnails. This is your friend. He fights for your freedom. Das ist ein Freund. Er kämpft für deine Freiheit. Wildkürbissamen, Mac and Cheese. Ach Mensch, sogar Betten hier.
Ich sollte mal nicht diese ganzen Leute hier belästigen, die können mir... Als ich diesen Auftrag erhielt, stellte ich mir mehr Zocken vor. Ja, und jetzt legt er sich wieder hin. Oder er läuft. Okay, wir erhalten nicht sehr viele Informationen von diesen Leuten hier. Und er legt sich einfach in ein anderes Bett. Herrlich. Gut. Willst du Ärger? Kommt drauf an. Nein, ich schaue mich nur um. Tja, dann sperr mal hübsch die Augen auf. Sonst verpasse ich dir eine, dass dir schwarz davor wird. Keine Zeit für Gaffer. Oder irgendwen, der was sucht, was ich nicht loswerden will. Okay. Wie wär's stattdessen mit einem Drink? Wie es mit einem Drink wäre? Wie wär's mit einer Menge Drinks, meinst du wohl? Ich trinke, um zu vergessen, aber es macht mich nur wütend. Whisky bringt mein Blut zum Kochen. Heute noch mehr als früher. Ich verstehe. Im Westen hat das Saufen jede Menge Ärger gemacht. Bis ich genug Leute umgehauen hatte. Dann waren sie lieber still, wenn ich Whisky gekippt habe. Was versuchen sie zu vergessen? Hab meine Karawane auf dem Weg nach Norden verloren. Der Fahrer wurde verkokelt. Sie haben nicht mal die Ladung geklaut. Es ist nur noch Asche über. Das klingt nicht nach Raylan. Warum sollten sie das tun? Ich tippe auf die Legion. Wollen die Versorgung der RNK kappen. Sieht man am Mojave-Outpost. Wird besser bewacht als eine Vegas-Jungfrau. Keine Karawanen gehen raus und keine kommen rein. Und versucht darüber mal mit Jackson zu reden. Sagt immer, die Straßen sind nicht sicher. Ach, ehrlich, du abgehalfterter alter Wichser. Da brauche ich keinen Gelehrten der Bruderschaft, um das zu merken. Okay, wir sollten also mit Jackson reden. RNK-Offizier, Soldat, was auch immer. Ist der Chef hier. Ist drüben im Hauptgebäude. Das Ding ohne Bar. Jackson will mich nicht nach Norden ziehen lassen. Ist nicht sicher. Und obwohl meine Karawane weg ist, muss ich wegen den Papieren hierbleiben. Bist also wegen Arbeit hergekommen. Mein Tipp? Such das Büro der kaminroten Karawane im Süden von Vegas. Die können dir helfen. Okay, Cut-Markierung hinzugefügt. Herzschmerz nach Ansage. Ich hätte noch eine andere Frage. Woran hast du gedacht? Gibt es was, das... Ah ja, Cass ertränkt ihre Sorgen in der... Okay, Moment. Gibt es was, das sie mir über den Outpost erzählen können? Du hast den vor dir. Es ist ein Wasserloch, über das man nicht viel sagen kann. Ist wie ein Brahmin-Trieb, der daneben gegangen ist. Sollte ein Tor nach Norden sein, aber wer herkommt, den fangen die Papiertiger. Hau lieber ab. Wenn du keine Knarre und keinen Mumm hast, dann kannst du hier nicht viel anstellen, außer das scheiß Denkmal anzustarren. Ja, das habe ich schon gemacht. Das scheiß Denkmal? Sag jetzt nicht, dass du es übersehen hast. Damit präsentiert die RNK doch dem ganzen Osten ihren Schwengel. Wenn die Republik so viel Mühe in den Schutz des Ostens wie in diese beiden idiotischen Riesen da draußen stecken würde, das wäre ein Denkmal wert. Statuen von zwei Männern, die sich die blutbefleckten Hände geben, sind doch nichts, worauf man stolz sein kann. Blutbefleckt? Ich meine das symbolisch. Da ist kein echtes Blut an den verdammten Händen. Aber wenn Caesar kommt, dann gibt es echtes Blut. Und wenn das Blut getrocknet ist, dann schmilzt er diese Skulptur aus einem Jetrausch ein und macht einen Bullen aus ihr. Damit versucht er wohl was zu kompensieren. Aber egal wie groß oder klein sein Schwanz auch sein mag, den Westen fickt er ganz ordentlich. Mensch, das war ja eine Ansage. Gut. Ja, das war sehr bildlich gesprochen. Was sollen diese Statuen darstellen? Der eine ist ein Ranger, der andere ein RNK-Soldat. Soll die Vereinigung von Westen und Osten darstellen. Oder so ein Scheiß. Aber wenigstens hat das Eisenpärchen mehr Rückgrat, als die RNK-Regierung in einem ganzen Jahr zeigt. Tja, die Mauer muss weg, nicht wahr? Egal, ich gehe. Pass auf dich auf. Ja, ebenso. Tja, dann reden wir mal mit Jackson. Okay. Diese Richtung hier. Wir müssen das Gebäude ohne Bar aufsuchen. Hier können... Ach doch, hier können wir auch rein. Das könnte sogar richtig sein. Mojave Outpost Hauptquartier. Dann sehen wir mal nach. Mr. New Vegas. Ich wollte mal ankündigen, dass mein neues Weihnachts...
Major Knight. Mit ihm sollen wir übrigens auch sprechen. Und im Radio... Kampflos geben wir nicht auf. Darauf kann sich die Legion verlassen. Ich muss gerade an Three Dog denken aus Fallout 3. Vielleicht gibt es hier ein Pendant zu ihm in New Vegas. Suchen Sie was? Suchen Sie was? The Legion awaits at the gates of hell. And the NCR is gonna send him in. Ah ja, schön. Karawane, Bürger, Pilger oder... Bürger, würde ich sagen. Ja, was? Ich trage das ins Logbuch ein. Überwache den ganzen Verkehr durch den Außenposten. Auch wenn wir momentan nur Eingänge und keine Ausgänge haben. Wenn Sie den befehlshabenden Offizier suchen, der ist hinten. Aber er hat eine Menge zu tun. Wenn Sie was zu sagen haben, fassen Sie sich kurz. Wenn wir uns Ihre Ausrüstung mal ansehen sollen, lässt Sie das machen. Falls Sie die Arbeitsanweisung und die Anträge für Teile unterschreiben. Okay, ich würde mit Ihnen gerne über Prim sprechen. Prim? Hayes-Einheit ist da stationiert. Hatten wohl ein paar Probleme mit RNK-Sträflingen aus der JVA. Wie kann ich Ihnen helfen? Prim sah schon besser aus. Hayes hat zu wenige Leute und bittet um zusätzliche Unterstützung. Ich würde ja helfen. Aber wir können keine Truppen entbehren. Wir müssen eine Grundbesatzung im Außenposten lassen. Befehle aus dem Westen. Falschen. Wäre Prim und die Handelsroute unter RNK-Kontrolle, wäre dem Westen geholfen. Das erscheint mir schlau. Ich werde eine Einheit per Funk nach Prim schicken, um denen dort zusätzliche Unterstützung zu bieten. Okay, Major Knight hat zusätzliche Truppen für Prim. Muss ich mir später nochmal durchlesen. Wir haben neue Aufgaben erhalten. Das hat also funktioniert. Wer sind Sie? Ich bin Knight. Major Knight. Seit Ewigkeiten muss ich mich mit diesen Karawanen herumschlagen. Aber irgendwer muss das ja machen. Das stimmt wohl. Klingt langweilig. Ich habe Sachen, die repariert werden müssen. Wie kann ich helfen? Hilfe? Nun ja, Sie könnten mit Ranger Jackson sprechen. Vielleicht hat er was für Sie. Er leitet die Sache hier. Meistens schickt er nur Berichte nach Westen, die nicht gerade die besten Neuigkeiten enthalten. Na schön. Muss auch sagen, die ganzen Leute hier sind uns erstaunlich freundlich gesinnt. Was ist das für ein Ort? Wir kontrollieren hauptsächlich die RNK-Grenze. Wir sollen dafür sorgen, dass die Karawanen entlang der I-15 und des Highway 95 sicher sind. Weder der beste Posten noch die beste Stellung. Aber es ist besser, als im Osten oder im Colorado zu patrouillieren. Da gibt es ziemlich viel Legion. Verstehe. Also sollen die ganzen Händler geschützt werden? Sachen? Alles klar, dann unterschreiben Sie bitte hier, hier und hier. Natürlich. Okay, wir können hier Dinge reparieren lassen. Das wird wahrscheinlich noch nicht unbedingt nötig sein. Ja gut, wir haben gerade immerhin 391 Deckel. Ich weiß nicht, warum hier Reparieren auf 100 angezeigt wird. Keine Ahnung. Also, ich meine, prinzipiell ist hier sehr viel ähnlich mit Fallout 3, aber ein paar Details wurden anscheinend doch geändert. Naja, wir müssen nicht unbedingt Dinge reparieren. Sir? Okay. Aufgaben? Ich will einen Sheriff als Mann. Oh. Optional. Achso, ja, optional können wir Prim Slim umprogrammieren. Major Knight hat zusätzliche Truppen für Prim versprochen. Mit Hayes über den RNK-Schutz für Prim reden. Dann machen wir das mal. Herzschmerz nach Ansage. Cass ertränkt ihre Sorgen am Mojave Outpost. Ihr Rat, arbeite für die kaminrote Karawanne. Und hier, da sind sie lang. Übernippte nach Novak reisen, sich in Novak nach den Angreifern umhören. Was ja quasi die Hauptmission ist. Reisen sie zum Canyon Wreck in der Nähe von Prim und betreten sie die Kluft. Aha. Na schön. Wen haben wir hier? Ranger Jackson. Mit dem Mann wollen wir sprechen. Okay, ein Trooper. Ich freue mich übrigens gerade, dass das Spiel so schön flüssig läuft in den Räumen. Aber außerhalb in der Open World, da läuft das Spiel noch etwas fluktuierend. Wie man so schön sagt. Guten Abend. Okay, Toiletten. Wunderschön. Gut, dass wir die auch erkundet haben. Ich würde sagen, wir reden gleich mal mit dem Ranger Jackson. Ich sehe mich natürlich hier nochmal um.
Auch wenn ich nicht unbedingt etwas klauen will, aber man weiß ja nie. Guten Tag. So. Sieht aus, als hätten wir einen neuen Besucher im Brahmin-Verschlag. Ja. Nicht viele Leute kommen hier eilig her. Die meisten sind nur auf der Durchreise. Für die Durchreise ist es aber ein denkbar schlechter Zeitpunkt. Die Straße nach Norden ist die Hölle. Da würde keine Karawane durchkommen. Danke für die Information. Sieht so aus, als ob sie mehr als genug Soldaten hätten. Kann ich irgendwie helfen? Soldaten? Nein. Rekruten? Ja. Und dem Mojave Outpost ist befohlen worden, stets Truppen an der RNK-Grenze verfügbar zu halten. Würden wir eigene Leute schicken, hätten wir nicht mehr genug Soldaten im Außenposten und würden damit einen direkten Befehl aus dem Westen verletzen. Schickt die RNK noch mehr Truppen? Mehr Truppen, ja, aber keine Verstärkung für den Außenposten. Truppen kommen hier nur auf dem Weg nach McCarran oder zur Front bei Forlorn Hope durch. Oder sie haben Freigang und sind auf dem Weg nach Vegas, um da ihren Sold auf den Kopf zu hauen. Die kommen hier alle durch. Verstehe. Sie klingen frustriert. Frustriert? Nein, ich habe meine Befehle, unterschrieben und bestätigt von der ganzen Befehlskette bis hoch zu Kimball. Ich verstehe auch ihre Gründe. Der Außenposten ist kein Legion-Ziel, anders als Vegas oder der Damm. Aber wenn die Karawanen hier festhängen, dann wird das die RNK hart treffen. Egal, wollt ihr nicht das Ohr abkauen. An manchen Tagen landen eben nur mehr Anforderungen und Tagesberichte als Ergebnisse auf meinem Tisch. Verstehe. Kann ich irgendwie helfen? Hilfe? Nein, ich weiß das Angebot zu Wissen Sie was? Ja, ich kann Hilfe brauchen. Und Sie scheinen sich auszukennen. Die Karawanen müssen weiter. Das heißt, der Weg nach Norden muss geräumt werden. Aktuell kriecht einfach zu viel auf dem Asphalt herum. Klingt gut, dann sind wir im Geschäft. Danke, ich weiß das zu schätzen. Kommen Sie wieder, wenn Sie fertig sind. Vielleicht kann ich Sie mit ein paar verlorenen Vorräten bezahlen. Okay. Aufgabe hinzugefügt, hör auf dein Herz. Können wir mit ihm noch... Ich glaube, über... Cass können wir nicht sprechen. Glück auf dem Pfad gehabt? Noch nicht. Nun, wenn Sie helfen können, wüsste ich das zu schätzen. Diese Karawanen müssen wirklich weiter. Howdy, Cowboy. Na schön. Ach, hier läuft doch ein Radio. Vor versammelten Truppen Totschlug. Dann befahl der Legat 19. Okay, also er hier berichtet auch wahrscheinlich über die aktuellen Ereignisse. Wir gehen mal weiter. Okay. Oh, Nacht. Das hätten wir also erledigt. Und die Karawanen kommen hier also noch nicht weiter. Wir reden mal mit den Leuten. Na. Hallo. Trooper. Ich weiß nicht, ob Sie wirklich hier sein sollten. Ja, das habe ich schon einmal gehört. Fordert Schlüssel. Okay. Die Monster am Ivanpah-Trockensee beseitigen. Aha. Ach, der ist hier vorne. Das können wir ja eigentlich machen. Und danach würde ich nochmal... Also wir haben ja den Trupp angefordert. Ich kann das nochmal hier einsehen. Aufgaben. Optional, Beagle möchte einen neuen Sheriff. Herzschmerz, lassen Sie lang. Schießereien der Geisterstadt. Finden Sie die Quelle. Ah ja, okay. Das sind die weiteren. Ich muss ja auch mal die ganzen Missionen hier zuordnen. Optional, Major Knight hat zusätzliche Truppen für Prüfung versprochen. Mit Haze über den RNK-Schutz für... Ach so, okay. Dann müssen wir also einfach nochmal zurück. Gut, wir machen erstmal die Monster platt. Eliminieren die. Guten Tag. Okay, also gibt es hier auch immer einige Händler. Das kann ich mir ja vormerken. Ja, sieht schon sehr imposant aus. Na schön. Okay. Dann gehen wir mal in diese Richtung hier. Und können hier etwas... das Ödland betrachten.
und bewundern. In seiner Blüte. Mehr oder minder. Und wo soll hier ein See sein? Anscheinend irgendwo in dieser Richtung hier. Ich bin ja soweit ausgestattet. Also hoffe ich einfach mal, dass wir hier austeilen können. Die Musik wird so furchtbar melancholisch auf einmal. Ja, aber ich habe das Gefühl, das wird sich gleich ändern. Das ist also direkt hier vorne. Das sind irgendwelche Pflanzen. Ach, hier. Nehme ich an. Ups. Oh, Entschuldigung. Falsches Knöpfchen gedrückt. Ich wollte auf den Pip-Boy. Ja, da scheinen die zu sein. Gut, dann eliminieren wir die einfach mal. Okay.